So, Wechsel zu Annie. Annie haut auch ab. Und dann müssen wir gucken, wie wir es mit dem Geld machen. Ich denke, ich werde das Ticket jetzt mit 6 Cashcard kaufen. Danach tauschen die beiden die Cashcards. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt nach Zaire. Benutze Ticketautomat. Ja, wie kam man nach Zaire? Von Kairo wahrscheinlich. $800. Okay, wechsle zu Zec. Benutze Ticketautomat. Kairo. Jo. So. Lease Cashcard. 1500. Okay. Gib Cashcard zu Annie. Nur ich kann diese Karte benutzen. Nein, das ist ein Problem. Okay, andersrum. Benutze Ticketautomat. Das alte Ticket gab es so und so viel Dollar. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das auch wieder auf der Cashcard drauf. Richtig? Ja. Okay. Wechsle zu Annie. Annie kauft die Karte und gibt sie Zack. Du kriegst jetzt ein Ticket nach Kairo. So. Gib Ticket zu Zack. Dankeschön. Zack, gehst einfach da durch. Einen angenehmen Flug später. Benutze Ticketautomat. Flieg nach Kinshasa. Da lang. Angenehmen Flug später. So, wir haben gelben Kristall, wir haben blauen Kristall, wir haben Golfschläger. Es gibt viel zu viele Dschungel in diesem Spiel. Ich will es mir fast gar nicht antun, aber wie viel Geld haben wir jetzt auf der Cashcard? Kommen wir überhaupt noch weg hier? 1700. Ja, aber weit kommen wir nicht. Also zum Beispiel nach Nepal oder so würden wir nicht mehr kommen. So, geh da hinten hin. Öffne Tür. Ist schon offen. Rein da. Hallo, hallo. Was kann ich für dich tun? Gib gelber Kristall zu Schamane. Ich könnte helfen, aber ich will nicht. Gib Golfschläger zu Schamane. Ja, bitteschön. Jetzt muss ich mir deinen doofen Tanz nochmal angucken, bevor du mir hilfst. Komm mit, mein Freund. Das heißt dann wohl ja. Na gut. Wir werden den heiligen Tanz zeigen, den uns die Altväter beibrachten. Er nennt sich Spoiler. Komm, mach. Okay, also, wir gucken uns den komischen Tanz an, dann geben wir ihm den gelben Kristall und dann wird hoffentlich irgendeine Möglichkeit freigeschaltet, zu teleportieren zwischen diesen Platten auf dem Boden. Weil sonst können wir uns hier auf der Erde bald gar nicht mehr bewegen. Also wir müssen einmal zurück nach Lima, Peru. Und zwar um da im Auge... Nee, gar nicht, da müssen wir hin teleportieren. Heißt, wir müssen nur irgendwo hin, wo eine Teleportplattform ist und von da aus dann nach Lima, Peru teleportieren. Und dann können wir uns den Candelabra aneignen. Es fehlt aber immer noch das Stück in der Mitte, dieser komische Container. Ja, okay. Und bring den gelben Kristall mit. Wir haben den gelben Kristall, wir wollten ihn dir schon geben, aber du wolltest uns nicht helfen, du... Ah, hier. Gib... Gelber Kristall zu Schamane. Sehr gut.
Ich werde dir nun zeigen, wie du deinen Teleportkristall bedienst. Aha, okay, also es ist wirklich der Teleportkristall. Ich war mir nicht sicher, ob es der gelbe oder der weiße war. Du kannst nur zu ganz bestimmten Teleportplattformen reisen. Okay. Male eine Karte, um darauf deine Ziele zu konzentrieren. Was? Niemand außer dir kann das tun. Ah, dafür sind Tapetenfetzen da. Auf Wiedersehen, mein Freund. Benutze Tapetenfetzen mit gelber Buntstift. Ich habe die Karte aus dem Traum gemalt. Sehr schön. Benutze Tapetenkarte mit gelber Kristall. Das klappt so nicht. Lies Tapetenkarte? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Achso, das da ist Atlantis. Das da ist Mexiko. Das da wird Peru sein. Wie teleportiere ich mich jetzt? Benutze gelber Kristall. Ah. Sehr schön. Flop. Das kämen wir doch irgendwo her, ne? Ja, sehr schön. Nimm Candelabra. Benutze gelber Kristall. Weg hier. Peruanische Höhle. Was haben wir da? Ich port mich jetzt einfach rum, wie nichts Gutes. Warum? Nichts passiert. Ah, okay. Benutze gelber Kristall. Das da ist in Ägypten. Flop. Also das Atlantis-Ding ist wohl kaputt. Wow. Ja, das sieht ägyptisch aus. Und das ist die Maschine, die wir bauen müssen. Was machst du? Ah. Wir sind jetzt bei dem Sarkophag irgendwo. Ja, da ist der Sarkophag. Was ist Fackel da? Benutze Fackel mit Feuerzeug. So, das heißt, wir müssen jetzt alle Sachen hier hinbekommen. Uns fehlt noch der weiße Kristall und das Mittelding. So, kann ich jetzt nicht dahin gehen? Nee, okay, wir müssen. Ja, gut, die Sachen zu drücken bringt jetzt gar nichts. Also benutze gelber Kristall. Da. Ägyptische Pyramide. Fragezeichen, Fragezeichen. Peruanische Höhle. Da. Dunkel. Statue. Ah, wir sind jetzt bei der Statue, wo die Kristallscherbe war. In Mexiko. Benutze. Nur zum Testen. Feuerzeug. Schalt ein, Feuerzeug. Genau, da ist die Plattform, die kaputt aussah. Hier ist die Statue mit der Zeichnung. Jetzt, wir könnten von hier aus irgendwo nach Mexiko, aber hier war sonst nichts. Okay, weiter. Benutze gelber Kristall. Da. Dahin. Ich hoffe nicht, wir kommen jetzt bei den Außerirdischen raus, das wäre doof. Was? Ach, wir sind beim Eichhörnchen. Also, da wo das Eichhörnchen war. Geh zur Tür. Wo war das Eichhörnchen? Seattle, ne? Ja. Bringt uns aber auch nichts. Was jetzt? Wir brauchen den weißen Kristall und wir brauchen diesen komischen Kanister. Wir müssen Zack auch zum Mars bekommen, wegen dem Haarnadelschild.
Lies Cash Card. Es ist zu dunkel zum Lesen, okay. Teleportier dich irgendwohin, wo es hell ist. Ägyptische Pyramide, nein. Peruanische Höhle. Warum geht das nicht? Nichts passiert. Ne, gut. Benutze gelber Kristall. Ich glaube, das ist sogar mit am sinnvollsten. Ich glaube nämlich, wir müssen jetzt zum Bermuda-Dreieck. Geh zur Tür. Da. Die Frage ist nur, wie kommen wir zu dem Flugzeug beim Bermuda-Dreieck? Da, benutze Ticketautomat. Über Miami war das, glaube ich. Okay. Da. Total miserabler Flug später. Ja, hier ist dicht. Benutze Ticketautomat Bermuda-Dreieck. 99 plus Exit-Visa. Exit-Visa ist okay. Sektion 2E30. 2E30 ist ganz unten. Stopp, wo ist E? E ist das dritte von rechts da. Also du. Vielen Dank. So, gehe zum Ausgang. Ah, sehr schön. Ich liebe das Bermuda-Dreieck. Was haben wir hier zu machen? Man weiß nie, was einen erwartet. Ich kann nichts anklicken. Deswegen gebe ich dir einen Fallschirm. Gut, danke. Den ziehen wir gleich mal an. Ha, ich weiß, ein guter Witz. Nee, es ist kein Witz, es ist super. Zieh hier an. Fallschirm. Ich habe ihn schon an. Sehr gut. Zwei Tragflächen für den Preis von einem. Ha, ha, ha. Benutze Fallschirm? Okay. Platsch. Und da ist ein Hai. Sehr schön. Uff. Bin ich froh, dass ich das Sitzkissen habe. Damit halte ich es eine Stunde aus. Warum eine Stunde? Also wir können uns wegteleportieren, aber wir brauchen noch das andere Ding. Das wird hier irgendwo sein, weil das das einzige Gebiet war, wo wir noch nicht waren bisher. Benutze Sushi im Glas mit Meer. Oh, das wäre eine sehr schöne Möglichkeit, den Fisch zu befreien. Weil ich glaube, wir brauchten das Glas noch als Raumhelm später. Ah, das ist gar kein Hai, das ist ein Delfin. Und die können wir rufen. Benutze Tröte. Flipper. Komm schon. Jupp. Hallo, Flipper. Benutze blauer Kristall, nicht gelber Kristall. Benutze blau. Stopp, speichern. Speichern. Spiel G. Weiter. Was? Ah, okay. Benutze blauer Kristall mit Delfin. Ich bin ein Krapfen. So. Nimm. Kann ich Zack mitnehmen? Nö. Schwimm. Schwimm Tiefsee. Okay. Oh, sehr schön.
Was haben wir denn hier? Nimm Seta. Ist da ein Loch? Nö. Plattform, Schwimmplattform. Öffne Plattform. Macht er nicht. Da ist mir Seetang. Nimm Seetang. Warum kann ich das ganze Seetang mitnehmen? Achso, da ist bestimmt irgendwo irgendwas hinter. Da. Da ist ein Durchgang. Nimm leuchtendes Objekt. Sieht wie das Unterteil für das Gerät aus. Sehr schön. Geh hoch. Hoch. Gib leuchtendes Objekt zu Zack. Dankeschön. Ja, schwimmt Tiefsee. Wir müssen Zack hier noch irgendwie rausbekommen. Oh. Hallo. Rauf. Und gib mir die Verkleidung, du bist nicht einer von uns. Das ist nicht schön. Oh oh. Wo hast du die Artefakte her? Du willst nicht reden, selbst schuld. Okay, das könnte jetzt wieder ein Problem sein. Oh, danke für die Artefakte.